um das Thema perfekt einzuleiten. Was ist die PV-Offensive? Ja, die PV-Offensive, wie der Name schon sagt, eine Offensive in der Stadt Erlangen, wo letztendlich sich einerseits die Stadt, aber auch über das Forum Energie die Stadtgesellschaft ein Stück weit das Ziel gesetzt hat, bis Ende 2026 die Leistung der Photovoltaik, die in Erlangen installiert ist, zu vervierfachen. Also zum einen ist es natürlich mal allgemeine Aufklärung, Awareness bei den Bürgerinnen und Bürgern schaffen, sei es durch Infostände, aber auch ganz konkret zum Beispiel in der Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, die sich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage installieren wollen, aber nicht so sicher sind, worauf müssen sie achten, wie viel bringt es. Was für Potenziale siehst du jetzt selber daran, wenn eben alle Akteure dabei sind? Auch unsere jetzige Generation wird die Auswirkungen des Klimawandels, wenn wir ihn nicht eben schaffen, massiv einzudämmen, davon massiv betroffen sein. Und insofern geht es mir darum, diese Auswirkungen in der Gemeinschaft mit vielen anderen zu minimieren, um hier auf einen einigermaßen verträglichen Pfad oder Kurs zu kommen. Climate Connect bietet natürlich schon mal gerade den Menschen, die digital affin sind, die Chance, diese zu erreichen und diese letztendlich auch zu motivieren, sich hier vielleicht erstmal zu informieren, aber vielleicht sogar auch letztendlich sich aktiv zu beteiligen. Gerade auch mit dem City Hub, der dann speziell auch nochmal die Stadtgesellschaft Erlangen jetzt in dem Fall anspricht und eben die Möglichkeiten aufzeigt, sich hier zu beteiligen. Und insofern finde ich das ein ganz super Angebot.